Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Düngemittel sorgen für reichere Ernten und leisten somit einen wichtigen Beitrag, um immer mehr Menschen auf der Erde ernähren zu können. K+S gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Kalium ist ein wichtiger natürlicher Nährstoff für Pflanzen. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt. Im Jahr 2011 gab K+S die Milliardeninvestition für das Legacy-Projekt in Kanada bekannt. Das erste Greenfield-Kalibergwerk in Saskatchewan seit knapp 40 Jahren. Wir sind auf einem guten Weg, die Anlage im Sommer 2016 in Betrieb zu nehmen und Ende 2016 die erste Tonne Kali zu produzieren. Wir haben mittlerweile weit über 50% der gesamten Investitionssumme von 4,1 Milliarden kanadischen Dollar investiert und liegen im Zeit- und Kostenrahmen. Wir haben erst kürzlich den Spatenstich für die Errichtung der neuen Lager- und Umschlagsanlage für Kali-Produkte nahe Vancouver gefeiert. Von dort aus werden wir unsere internationalen Kunden beliefern. Nach ihrer Fertigstellung wird dies die modernste Kali-Verladeanlage der Welt sein. Das Kali wird per Bahn vom Legacy-Standort nach Vancouver in den Hafen transportiert. Man kann Legacy wirklich als Game-Changer für uns bezeichnen. Legacy wird eines der kostengünstigsten Kali-Werke in ganz Kanada sein und hat einen Lebenszyklus von mehr als 50 Jahren. Der Wert- und Finanzbeitrag von Legacy darf nicht unterschätzt werden. Es ist geplant, dass Legacy ab 2017 einen Free Cashflow erzielt. Bereits ab 2018 wird es die Gewinnzone erreichen und es wird dazu beitragen, den Cashflow der K+S-Gruppe um mehr als 10% jährlich zu erhöhen. Wenn Sie den diskontierten Wert der zukünftigen Cashflows betrachten, ist Legacy bis zu 21 Euro pro Aktie wert. Mit Legacy wird K+S der einzige Kali-Produzent mit eigenen Produktionsstandorten in Europa und Nordamerika sein. Legacy wird die weltweite Präsenz der K+S-Gruppe erweitern, das deutsche Produktionsnetzwerk ergänzen, die durchschnittlichen Produktionskosten reduzieren und die durchschnittliche Lebensdauer der K+S-Kali-Bergwerke verlängern. Das kommt also auch den deutschen Standorten zugute. Da Legacy in Kanada liegt, wird dies zu einem verbesserten Zugang zum nordamerikanischen Markt führen und den Zugang zu den wichtigen südamerikanischen und südostasiatischen Märkten erleichtern. Viele unserer bestehenden Kunden in Brasilien, in Südostasien, in China und in Indien hätten heute bereits gerne mehr Kali-Produkte von uns. Aber es gibt sicherlich auch Interessenten in den USA und Kanada, die eine weitere Alternative schätzen würden. Das Engagement von K+S in Kanada geht weit über die Investitionen in Legacy hinaus. Wir wollen eine aktive Rolle in den umliegenden Gemeinden einnehmen und wollen ein guter, vertrauenswürdiger Nachbar sein. Wir haben die Unterstützung der Standortgemeinden und auch Saskatchewan Premier Brett Wall hat uns herzlich willkommen geheißen. Derzeit sind für Legacy mehr als 2000 Personen vor Ort und K+S wird dort mit dem Beginn der Produktion mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen. There's a hard work ethic here. There's a lot of room for growth and opportunity and learning. Legacy schafft Wert für alle unsere Stakeholder. Für unser Gastgeberland Kanada, für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Aktionäre weltweit.